Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem Video von mir. In diesem Video geht es mal wieder um eine Tutorial-Reihe für Minecraft-Spieler, die gerade erst anfangen, beziehungsweise auch für Fortgeschrittene, die Tipps noch gar nicht wissen, sage ich jetzt mal. Und dieses Mal handelt es sich um die Banner. Wie erstellt man die Banner und was kann man alles mit den Bannern machen? Das jetzt. So Freunde, um einen Banner herstellen zu können, benötigt man als allererstes 6x Wolle. Es ist je nachdem, in welcher Farbton man diesen Banner erstellen möchte. Ich erstelle ihn jetzt in der weißen Farbe, deswegen nehme ich 6x weiße Wolle und einen Stock. Das nehmen wir uns jetzt mal hier raus. Dann gehen wir zu einer Werkbank, gehen hier hin, platzieren hier oben 1, 2, 3, 4, 5, 6x die Wolle rein und hier unten in der Mitte den Stock. Dann sieht man schon, kann man den weißen Banner sich entnehmen. Wenn wir das haben, gibt es noch eine Möglichkeit, um den Webstuhl herzustellen. Der Webstuhl ist, glaube ich, ab der Version 1.16 eingefügt worden, wenn es mich nicht ganz täuscht. Genau, und damals ging es alles noch über die Werkbank, glaube ich. Und ja, wie man den herstellt, ist es auch ganz einfach. Man benötigt dafür 2x Holz. Da platziert man hier unten jeweils 2 Blöcke hin und 2x Faden hier oben darüber und somit kann man den Webstuhl sich herstellen. Den habe ich jetzt hier so schon mal platziert, weil ich das Banner vorher erstellt habe. Das Banner werden wir jetzt gleich auch nochmal erstellen, um einfach ja, euch das mal zu zeigen, wie das funktioniert. Natürlich benötigen wir dann nochmal einen Farbstoff, ein Farbstoffvideo, wie man einen jeweiligen Farbstoff bekommt. Habe ich euch hier oben in der Infobox nochmal verlinkt, das Video von mir. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ne? Also ihr geht jetzt hier in den Webstuhl. Wenn ihr hier drinnen seid, macht ihr hier oben links das jeweilige Banner hin. Jetzt benötigt man eine Farbe. Mit der Farbe nehme ich jetzt die violette Farbe. Dann macht man die hier oben rein und man sieht schon, man kann einen jeweiligen Banner hier herstellen. In einer jeweiligen Muster, sage ich jetzt mal. Und wenn man das hat, dann nehme ich mir jetzt hier das X-Muster, wie es hier drüben auch zu sehen ist. Dann habe ich schon mal ein X hier drin, Leute. Und wenn ich jetzt dasselbe Banner nochmal hier oben reinmache und ich nehme jetzt den roten Farbstoff mit hier rein, dann kann ich mir jetzt zum Beispiel hier unten eine Ecke mit anzeigen lassen oder hier oben einen dicken Streifen mit anzeigen lassen. Aber ich möchte ja das gleiche Banner nochmal machen, deswegen nehme ich hier dieses Karree oder was es ist. Hier ist er angekommen. Habe ich mir eine kleine Notiz hier schon gemacht. Es gibt 809 Billiarden, 600 Billionen Motive, die man allgemein mit dem Banner herstellen kann. Ich verlinke euch nochmal die direkte Homepage bzw. vom Minecraft-Wiki unter den Kommentaren bzw. unter der Videobeschreibung, damit ihr dort auch nochmal nachsehen könnt, was man alles direkt mit den Banners machen kann. Aber ich denke mal, das Video sollte euch eigentlich sehr gut zu verstehen geben. Genau, wenn wir das haben, haben wir jetzt unser Banner hergestellt. Wir haben den Webstuhl hergestellt. Die Farbe haben wir jetzt hier uns rausgenommen. Jetzt habe ich hier drüben rechts nochmal ein Schild mir hergestellt. So muss man das reinmachen, um ein Schild herzustellen. Wir brauchen uns 6x eine jeweilige Holzart und ein Eisenbarren. Dann bekommen wir ein Schild raus. Wenn wir das haben, haben wir ein Schild und wenn wir jetzt hier in die Werkbank gehen und wir ziehen jetzt hier ein Schild rein und nehmen uns jetzt das jeweilige Banner, dann können wir uns ein farbiges Schild herstellen. Was kann ich, wie man das sehen kann? So, ja. So, genau. Das sieht ja schon mal ganz cool aus. Da kann man sich natürlich verschiedene Flaggen herstellen oder allgemein sich den jeweiligen Banner herstellen, wie man das möchte. Es gibt es natürlich in verschiedenen Motiven, wie ich gerade schon gesagt habe. Und mit verschiedenen Farben und Co. Ja, test es einfach mal aus, liebe Leute. So, was gibt es denn noch zu sagen? Es gibt noch zu sagen, dass man mit einer Karte, was man sich herstellen kann, indem man hier sich 8x Papier und einen Kompass zulegt. Dann kann man sich eine Karte erstellen, dann macht man hier den Kompass in die Mitte und 8x das Papier ringsherum, dann bekommt man eine leere Karte.
Wenn wir die leere Karte haben, kann man die einmal aufmachen. Dann kann man schon sehen, dass wir hier unten auf diesem Grundstück sind. Oder beziehungsweise in der Farmwelt oder irgendwo, wo ihr gerade euer Haus zum Beispiel platziert, kann man natürlich sagen, man möchte sich einen Wegpunkt markieren. Das macht man wie folgt. Man sieht jetzt hier so schon so einen schönen Banner. Den mache ich jetzt mal ab. Sammle ich den ein. Jetzt gehe ich zum Amboss hier hin. Ganz wichtig ist Amboss und man braucht ein Level dazu. Man zieht diesen Amboss hier rein. Man benennt diesen Banner hier um zu Weizenfarm. Ja, wenn man die Weizenfarm quasi herstellen möchte. Dann kann man das hier platzieren. Dann muss man die Karte öffnen und hier einen Rechtsklick drauf machen. Wenn man das hat, sieht man schon auf der Karte hier unten rechts im Bild, sieht man schon, dass man sich eine Markierung oder Wegmarkierung sich platziert hat, damit man wirklich weiß, wo die Weizenfarm war oder ist. Das kann man natürlich mit verschiedenen Bannern machen und sich jeweilig irgendwo hin platzieren, wo man möchte, um ganz einfach wirklich die Wegpunkte sich zu markieren. Ja, Freunde, und zwar gibt es noch einen weiteren Tipp und der wäre, man kann diese jeweiligen Banner um eine Farbe zurückwaschen. Das heißt, man benötigt einen Kessel voll mit Wasser. Dann geht man mit den jeweiligen Banner zum Beispiel hin, drückt dann quasi mit dem Banner, wenn das jetzt hier der Kessel wäre und mit der voll mit Wasser ist, drückt man mit den jeweiligen Banner dann einmal rechts drauf. Dann wäscht es die jeweilige zuletzt hinzugefügte Farbe ab. Man kann dann quasi sagen, also wenn man sich zum Beispiel verfärbt hat mit der roten Farbe und man will aber eigentlich die violette Farbe haben, dann tut man das einmal zurückwaschen um eine Farbstufe, sage ich jetzt mal, und kann dann die nächste Farbe wieder drauf machen. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr konntet alles sehr gut mitschneiden und auch nachvollziehen, wie das mit den Bannern funktioniert. Lieben gerne würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gibt und wenn noch nicht geschehen, diesen Kanal abonniert. Wenn ihr Bock mitzuzocken habt, dann kommt gerne auf diesen Server craftbar.eu drauf und zockt einfach mit uns. Ich würde sagen, das war's mit dieser Videoreihe. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.